Emotionen gehören zum Fußball wie Mikrofone zum Interview. Und wie im Leben, so gibt es auch im Fußball verschiedene Möglichkeiten, sich auszudrücken. Mal verständlich, mal weniger verständlich. Manchmal sagt ein Lächeln mehr als 1000 Worte. Manchmal aber sorgen schon wenige Worte für großes Gelächter. Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Deswegen sind bei Fußballern Pressekonferenzen so gefürchtet und bei der Presse so beliebt. Fußball und Medien, eine Wechselbeziehung mit wechselhaften Ergebnissen. Das Mikrofon, dein Freund und Helfer oder dein Feind und Fettnäpfchen. -5 gegen die Bayern in der Liga, 1-2 im DFB-Pokalfinale eine Woche drauf. Keiner spekulierte noch ob, sondern nur noch wann Thomas Doll gehen müsste. Vorher hatte er aber noch was zu sagen. Wir sind 7 Punkte vom Abstiegsplatz weg. Verdammt nochmal. Und das ist wichtig für mich, dass wir da mal die Konzentration drauflegen. Und nicht ob ich noch in 2 Wochen da bin oder ob der noch nächste Saison hier Fußball spielt. Das ist respektlos, ohne Ende. Sie wollen doch auch, dass Borussia Dortmund die Liga hält. Oder wollen Sie nur, dass Doll hier weg ist, damit hier nächste Woche ein anderer sitzt? Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit, was auch mein Spieler gegenüber, was hier abläuft. Ein Wörns und ein Kovac sind hier gar nicht mehr, die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen und 8 andere auch noch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Den Arsch ablachen oder sich den Arsch ablachen muss als Neuschöpfung aufgenommen werden beim guten alten Konrad Duden. Im Februar 2005 verlängerte Timo Hildebrand nach monatelangem Zieren und Taktieren doch noch seinen Vertrag beim VfB Stuttgart. Gerührt, ergriffen, ja erschüttert von der Anteilnahme der Fans, unterschrieb er einen neuen Vertrag. Ein emotional zutiefst aufwühlender Moment. Das ging ihm an die Nieren. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, das will ich ablesen. Erst einmal möchte ich mich bei allen Fans dafür entschuldigen, dass diese Vertragsverlängerung so lange hingezogen hat. Der VfB Stuttgart ist für mich mehr als nur ein Verein. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken und ich hänge wirklich mit dem Herzen an ihm. Das Thema Vertragsverlängerung war für mich keine Frage des Geldes. So, mehr möchte ich heute nicht sagen. Ich werde auch keine Fragen beantworten. Ich denke, das reicht und ja, Dankeschön. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich kriege das Kotzen, wenn ich sowas höre. Wenn man etwas Emotionales sagen will und das dann abliest, ich bin emotional, das geht nicht. September 1998. Berti Vogt tritt als Trainer der deutschen Nationalmannschaft zurück. Was folgte, war die Mutter aller Castingshows, die allerdings nur im Kopf stattfand, im Kopf von Egidius Braun. Jupp Heynckes, Otto Rehhagel, Rainer Bonhoff, Hannes Löhr, Roy Hodgson, Herr Lattek, Unter Feldkamp, Unter Netzer. Herr Breitner hat mir dann gesagt, er ist sofort darauf eingesprungen, hat gesagt, jawohl, das würde ich machen. Jetzt wollte er, mit dem ich Revolution machen wollte, der wollte mich gleich killen. Dann habe ich, wie er das richtig gesagt hat, ihn um 14.30 Uhr angerufen, habe gesagt, Herr Breitner, Sie können alles vergessen, was wir gesprochen haben. Damit war das Modell auch gestorben. Dass er nicht noch 10 Trainer mehr aufgezählt hat, über die er mal nachgedacht hat, die ihm vielleicht auch nachts im Traum erschienen sind, das war dann wirklich alles. Der Trainer, der nachher der Trainer wurde, der nachher der Trainer nicht war, sondern der Teamchef, der nachher der Teamchef wurde, der hätte sich seine Gedanken machen müssen oder sollen. Moment mal, ich bin ja 8. Wahl oder 9. Wahl oder im Prinzip bin ich ja gar keine Wahl. Ich bin nur durch Zufall hier im oben auf dem Podium und darf jetzt diesen ruhmreichen deutschen Fußball wieder nach vorne führen. Es war die peinlichste Stunde im administrativen Bereich, glaube ich, im deutschen Fußball. Aber wer war es denn nun geworden? Uli Stielicke? Nein, den hat man das nur ein paar Stunden lang glauben lassen. Dann war es doch der nette Herr Ribbeck, auch Sir Erich genannt, geworden.
Außenstehende können ja fast nicht glauben, dass der erste Kontakt erst gestern war und ich heute hier sitze. Eine inhaltlich, aber auch modisch aufsehenerregende Pressekonferenz des DFB. Es passte eigentlich alles zueinander oder gar nicht zueinander. Selbst die Kleidungsauswahl von Uli Stielicke, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich Colani erblinden lassen oder hat Colani vielleicht auch am Montagmorgen gemacht, als er sonntagabends unterwegs war. Es ging alles drunter und drüber. Das Sakko von Uli Stielicke, das ist ja legendär. Aber das Sakko wird erst dadurch besonders hässlich, weil er eine noch hässlichere Krawatte eigentlich anhat. Uli Stielicke, bitte um Verzeihung. Der Kampf um Platz 1. Ein Manager in Rage. Das ist eine populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Und ein Franke in New York. My English is not very good. My German is better. Gleich in Flasche leer. Die schrägsten Pressekonferenzen. Der Kampf um Platz 1. Ein Manager in Rage. Das ist eine populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Und ein Franke in New York. My English is not very good. My German is better. Jetzt in Flasche leer. Die schrägsten Pressekonferenzen. New York. Im November 1999. Please welcome a true giant of the game, Mr. Lothar Matthäus. Ein Franke in Amerika. Platz 2 unserer schrägsten Pressekonferenzen geht an Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler zwischen Fußballbotschafter bei den New York Metrostars und persönlicher Horizonterweiterung. Blöd nur, dass neue Kulturen auch immer eine neue Sprache bedeuten. I have little problems with the language. My English is not very good. My German is better. And I hope in the next months I can learn English for understand all questions. Da bin ich mir sicher, dass sein German better ist als sein Englisch. Ja? Also das würden ihm die Amerikaner auf jeden Fall abnehmen. Ja? Obwohl er da einfach schlecht beraten war und schlecht vorbereitet war. We look in front, no behind. We look in front, no behind. Ich schaue nach vorne, nicht zurück. Ja, herrlich. Aber Lothar Matthäus, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Und auch so, wie er ist. Ich möchte gar nicht, dass er anders ist. And when I hear this, I have the nose painted full. Ja, also da habe ich die Nase wirklich gestrichen voll. I hope we have a little bit lucky and can win next year the American Soccer Championships. I hope you too. Das ist unfassbar. Ja, Lucky. Vielleicht irgendeine Zigarettenmarke, die er da irgendwie nach vorne pushen wollte. Ja, wer ist Lucky? Keine Ahnung. Lucky, vielleicht damals ein Spieler. Keine Ahnung. We have a little bit lucky. Ich möchte jetzt hier nicht den Englischlehrer oder Schweinchen schlau spielen. Aber grammatikalisch ausbaufähig, auch im Englischen. Überhaupt keine Frage. Habe ich gerade gesagt, auch im Englischen. November 2007. Karl-Heinz Rummenigge kommt zur Jahreshauptversammlung auf die Bühne der gut besuchten Olympiahalle. Eigentlich wollte man sich nur feiern lassen, doch irgendwie hatte er da schon ein mulmiges Gefühl. Und das zu Recht. Denn auf einmal fragten die Fans nach der miesen Stimmung in der Allianz Arena. Und dann wurde die Stimmung auch in der Olympiahalle mies. Das ist eine populistische Scheiße. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? Der Wutausfall des Jahres gewesen, wunderbar, so mache ich den Uli, rote Birne, dann geht der ab. Überragend, also das ist Uli Hoeneß, wie er leibt und lebt, wie ich ihn mag, wobei fast spannender ist er wirklich zu beobachten. Links, also wenn wir drauf gucken, neben ihm Karl-Heinz Rummenigge, ja, der Finger, der da schon immer hin und her geht und oh, was kommt jetzt, das ist dem Karl-Heinz Rummenigge, glaube ich, ich will nicht sagen peinlich, aber er denkt, was kommt da jetzt noch? Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ja, ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden, dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren.